Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Punks und liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich chill immer gemütlich in den Nachrichten. Schönen morgens eine heiße Tasse Kaffee dazu, einen kleinen Schuss Milch rein und dann geht's los. Ja, und in der Vergangenheit war es immer so, dass ich Artikel gefunden habe, wo man so ein bisschen querlesen musste. Ihr wisst das, wir haben auch mal einen Satz einfach auseinandergenommen oder in einem Interview haben wir uns auch einfach mal angeschaut, wie sich jemand bewegt, Körpersprache, solche Dinge, um so ein bisschen auch diesen Wahnsinn und die Unlogik, die hinter den Aussagen und auch hinter der Berichterstattung steckt, zu entlarven. Das ist mittlerweile alles nicht mehr notwendig. Die Politik überholt sich selbst, die Nachrichten überholen sich selbst. Wir sehen auf der einen Seite, ja, wir haben auf der einen Seite den Irrsinn unserer Politik erlebt und es fällt jetzt alles auf sie zurück. Und das im Minutentakt förmlich. Also ich könnte, ich weiß nicht, ob ich das mal machen sollte, aber wenn ich hier morgens sitze mit meinem Kaffee, müsste ich eigentlich mal den Livestream anschmeißen und euch ganz original mal mitnehmen auf die Reise meiner allmorgendlichen Reise durch die Nachrichten. Das macht das Ganze noch ein bisschen natürlicher. Ihr seht schon, wie ich stottere. Mir fehlen einfach absolut die Worte. Man hat das Gefühl, man lebt in so einem schlechten Spielfilm, ne? Oder man lebt in einem Albtraum, ja? Ich habe das vor Jahren mal gehabt, so ein kleines Trauma. Das hatte ein bisschen mit Arbeit zu tun. Da bist du morgens wach und erschreckst dich erstmal, weil du das Gefühl hattest, oh mein Gott, habe ich das nur geträumt? Und dann wirst du wach und denkst, oh mein Gott, ich habe es nicht geträumt. Es ist Realität. Das Schlimmste, was diese ganze Behandlungspflicht anbelangt, haben wir im Grunde ja hinter uns. Aber was jetzt kommt, ist einfach dieses unendliche Fremdschämen für unsere Politik. Und da gehen wir auch sofort rein. Zunächst einmal ganz kurz mein Hinweis an euch, an dich, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das bitte. Aktiviere auch die Glocke, dann wirst du auch immer rechtzeitig informiert, wenn neue Inhalte anstehen. Du kannst mit dem Scheren-Symbol, wie hier gezeigt, auch kleine Teile meines Videos ausschneiden und die an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder oder auch Arbeitskollegen, Kolleginnen schicken. Wir wollen die Community natürlich weiterhin vergrößern. Aber du kannst natürlich auch Informationen verschicken, wenn du mal in Diskussionen steckst. Da wird dir dann ein Link generiert und den kannst du dann verteilen. So, es geht los. Auf osteuropäischen zensierten Nachrichtenseiten findet man folgenden Bericht. Saudischer Experte. Berlin hat mit Beschlagnahmung russischer Gasinfrastruktur Vertrauen verspielt. Aha, und dann sieht man also hier unseren Wirtschaftsminister süffisant lächeln. Ein saudischer Energieexperte klagte in einem ZDF-Interview über einen Interessenkonflikt zwischen Industriestaaten und Ölexporteuren, also Verbrauchern und Lieferanten. Das Interesse der Lobbyisten im Westen, also bei uns, liege darin, die Ölförderung weltweit einzustellen. Okay, das ist interessant. Und hier so ein paar Kernaussagen holen wir uns hier einmal aus dem Artikel raus. Sie in Deutschland haben 3-4 Jahrzehnte lang ihre industrielle Revolution gehabt. Jetzt, wo wir gerade mit unserer industriellen Entwicklung beginnen, sagen sie, wir müssten anders vorgehen und werfen uns in Sachen Klima eine Bremshaltung vor. Aber wir verteidigen nur unsere nationalen Interessen, so wie Deutschland seine Interessen verteidigt. Hochinteressant, also hochinteressant. Und da geht das hier auch gleich weiter. Schauen Sie doch, die USA erteilt jetzt neue Förderlizenzen. Der edle Kampf gegen den Klimawandel ist vorbei, scheint es. Aha, okay. Okay, hochinteressant analysiert, wie ich hier finde. Wo finden wir denn den Hinweis, dass Deutschland hier russisches Öl beschlagnahmt hat? Kann ich in diesem Artikel nicht finden. Ich denke, das dreht sich da auch um die, um den Konzern, der beschlagnahmt wurde. Wir haben ehrlich gesagt Angst, mit euch Deutschen weitere Verträge abzuschließen. Ihr habt mit der Beschlagnahmung russischer Gasinfrastruktur das Vertrauen verspielt. Entschuldigt. Ja.
Also hier sozusagen die Saudis, gut, ich bin natürlich auch kein großartiger Freund der Öllieferanten, sage ich euch ganz ehrlich, ne? Öllieferanten sind auch immer Waffenlieferanten, Unruhestifter, das komplette Programm, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und wir brauchen diese Kollegen auch nicht unterstützen, aber Herr Habeck hat sich ja hier so ein bisschen ja, auf sein Erfolgsblatt geschrieben, dass er hier ja erfolgreich verhandelt hätte. Aber gut, wir erinnern uns noch an den Bückling, den er gemacht hat. Ja, aber die Saudis sehen das hier alles ein bisschen anders. Also mit Deutschland kann man keine Geschäfte mehr machen in der Zukunft. Das hat sich erledigt. Im nächsten Artikel hier auch totaler Wahnsinn. Ganz im Ernst, Berlin empfiehlt China BioNTech-Impfung als Kriseninstrument. Die Proteste gegen staatliche Maßnahmen in China sorgen hierzulande für Aufmerksamkeit. Da kommen wir am Ende des Videos noch drauf. Fällt euch auch nichts mehr zu ein. Und erfahren wohlwollend mediale Begleitung. Nun hat die Bundesregierung Peking Hilfe, Hilfe ist hier in Anführungszeichen geschrieben, sehr schön, ja, Hilfe angeboten. Die Behandlungsstoffe wie etwa der von BioNTech hätten sich hierzulande als Kriseninstrument bewährt. Das finde ich ja heftig. Das muss ich sagen, finde ich ja absolut heftig. Und hier ist ein Tweet unseres Gesundheitsministers. Deutschland bietet China Hilfe mit BioNTech-Behandlungsstoffen an. China kann sich über wirkungsvolle Behandlungsstoffe aus der derzeitigen Notlage befreien. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Deutschland bietet China Hilfe an. China, genau, kann sich aus der Notlage befreien. Ja, ich gehe hier natürlich nicht weiter in die Texte rein, weil natürlich auch hier dieser Autor genügend Stoff findet, um sich zu beschweren. Wir wissen ja, dass vieles hier auf YouTube eben auch entsprechend zensiert wird, wegen medizinischer Fehlinformationen. Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen, wie ich hier mit den Informationen, die hier in den Nachrichten stehen, umgehen kann. Aber behaltet das ein bisschen im Hinterkopf, dass Lauterbach hier für Hilfe wirbt. Wir schauen uns, wie gesagt, dann gleich noch ein paar andere schlimme, schreckliche Dinge an. Zunächst aber hier ein Artikel, das habt ihr sicher auch alle gelesen, Kritik an Kiews Bürgermeister. Das heißt, die Ratten fangen an, sich jetzt selbst zu beißen. Darum geht Zelensky jetzt auf Klitschko los. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Es dreht sich ganz einfach darum, lass mal eben schauen. Der Ex-Schauspieler rügte öffentlich die Stadtverwaltung von Kiew unter Bürgermeister Vitali Klitschko, der seit seiner Karriere als Profiboxer auch in Deutschland sehr prominent ist. Vorausgegangen war eine weitere russische Raketenattacke auf die Energieversorgungssysteme der Hauptstadt und andere Orte. Dadurch kam es praktisch überall in der Ukraine zu massiven Stromausfällen, die nur langsam behoben werden. Selenskyj suchte sich jedoch allein die Hauptstadt für öffentliche Schelte aus. Viele Kiewer waren über 20 oder sogar 30 Stunden ohne Strom, bemängelt der Staatschef per Video. Er erwarte vom Rathaus eine bessere Arbeit. Okay, das ist ja interessant. Namen nannte Selensky keine, aber auch so wurde klar, wen er meinte, Klitschko. In der Hauptstadt seien nach Tagen immer noch 600.000 Haushalte ohne Strom, sagte der Präsident. Der Präsident verwies auf eine von ihm persönlich angekündigtes Projekt, die Punkte der Unbesiegbarkeit. An diesen Stellen in der Stadt soll sich jeder wärmen und mit Strom und Internet versorgen können. Die Punkte der Unbesiegbarkeit, auch so ein Ding, ne? Stromversorgung ist wiederhergestellt. Faktisch sind nur diejenigen Punkte normal ausgestattet, die vom Katastrophenschutz und am Bahnhof aufgebaut wurden, tadelte Selensky jedoch. Der Rest sei in miserablem Zustand. Um seine Aussage zu belegen, schickte der 44-jährige Abgeordnete seiner Partei Diener des Volkes, also auch wirklich, ne? Na gut, zum Heizstellencheck. Fraktionschef David Irgendwas rapportierte später, dass mehr als 360 Aufwärmpunkte geprüft worden seien. In Schulen und Kindergärten hätten Mitarbeiter auf eigene Kosten Tee und Gebäck mitgebracht. Oh, 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 oh. Doch hat die Stadtregierung den Crashtest nur mit schlecht bestanden und bisher keine Schlussfolgerung gezogen. Musst du dir einfach vorstellen, die betrachten das als Crashtest. Ja? Die betrachten das als Crashtest, das musst du dir einfach mal vorstellen. Ne?
So, zugleich lobte der Abgeordnete das Management der ukrainischen Bahn. Sie haben 200 Waggons der Unbesiegbarkeit und eine ganze Festung, womit er den Hauptbahnhof in Kiew meinte. 200 Waggons der Unbesiegbarkeit. Was ist denn das für ein, was ist das denn für ein Sprech? So, und dann wird hier, Klitschko nennt sich auch nochmal zu Wort. Wir müssen weiter gemeinsam dafür sorgen, das Land zu verteidigen und die Infrastruktur zu schützen. Okay, das geht natürlich wieder in Richtung Präsidenten. Denn ja, Klitschko versicherte, dass es in der Stadt wieder Wasser und Heizung gäbe. Nun gelte es, die Stromversorgung wiederherzustellen. Und dann bin ich der Meinung, habe ich hier noch was gelesen. Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024. Warum zerhacken die beiden sich jetzt? Ja, Klitschko will Präsident werden. Und Zelensky ahnt das, dass der vielleicht Präsident wird und fängt jetzt hier schon mal an. Negativpunkte. Inmitten eines Krieges, inmitten in Europa zu verteilen. Leute, wenn das nicht schlimm ist, wenn das nicht absolut unerträglich und absolut schlimm ist, ungefähr, nicht ganz so unerträglich und schlimm, aber ungefähr so schlimm wie das, was Frau Faeser hier gerade vorhat, unsere Innenministerin über ihre Einbürgerungspläne. Damit schaffen wir Anreize für Integration. Die deutsche Staatsbürgerschaft soll schneller als bisher vergeben werden können. Wir passen das Recht der Lebenswirklichkeit in Deutschland an. Okay, also. Ich sag's ganz kurz, ohne Umschweife. Die Politiker, die wissen das ganz genau, wie ihr Volk reagiert auf solche Nachrichten. Bei uns kocht es sowieso im Moment und mit so einer Nachricht kann man hervorragend die Wut der Bürger umlenken auf einen neuen Feind, sozusagen. Ich weiß nicht, warum und völlig bescheuert, dass gerade jetzt diskutiert wird. Man sagt doch auf der einen Seite, wir haben so viele Flüchtlinge aus der Ukraine hier. Wie viele sollen hier sein? 2 Millionen? 3 Millionen? Da müssen doch Fachleute dabei sein. Kann doch nicht sein. Ja, wir haben so viele andere Staatsbürger hier. Da sind doch Fachleute dabei. Das kann ja nicht sein. Ja, gut, ich sag mal so, man sagt immer, der Hauptgrund, warum ein Flüchtling oder ein Zugezogener oder was auch immer ein Asylsuchender kriminell wird, ist der Grund, weil er sich ins soziale System nicht einbringen kann durch Arbeit. Die wollen alle arbeiten, aber sie dürfen nicht. Ja, und so eine deutsche Staatsbürgerschaft würde natürlich bedeuten, dass sie alle auch schneller arbeiten können. Aber das wäre mit einer Arbeitserlaubnis auch getan. Ich weiß nicht, wieso sie jetzt hier... Ich weiß, wieso sie das jetzt anfassen, das Thema. Ich weiß ganz genau, wieso sie dieses Thema jetzt hier anfassen. Wir sollen uns schon wieder ärgern darüber, über die Leute, die jetzt hier in unser Land kommen und hier sozial schmarotzen. Das ist es. Sie schieben uns hier einfach nur eine andere Karte hin, über die wir uns jetzt aufregen wollen. Und das, muss ich ehrlich sagen, finde ich unter aller Kanone. Was allerdings ich positiv empfinde, obwohl man in der Politik wirklich nicht viel positiv empfinden kann, das ist, dass die FDP sich gegen die Einbürgerung stellt, beziehungsweise gegen den Koalitionspartner stellt. Hier heißt es dann, es wäre im Moment nicht die Zeit für Vereinfachung. Und das sehe ich ganz genauso. Wir haben andere Probleme. Ja, merkt ihr gerade, ne? Sie schieben uns immer was anderes auf den Puckel. Immer etwas anderes. Und die richtigen Krisen bleiben jetzt aus. Mal sehen, ob Putin es tatsächlich schafft, hier den gesamten Westen umzudrehen. Mal schauen. Genau, also hier Koalitionsvertrag, Ampelparteien haben vereinbart, die Einbürgerungen zu erleichtern. Nun treibt die Innenministerin das Thema voran, doch die FDP tritt auf die Bremse. Es ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts, sagte der FDP-Generalsekretär Bijan Dirsaray, sagte er der Rheinischen Post. Es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration. Die Koalition dürfe nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig, sehe ich ganz genauso. CDU, deutschen Pass nicht entwerten. Ja gut, also wenn die zugezogenen Flüchtlinge erstmal mitkriegen, was hier los ist, sind die ja schneller weg. Die fragen uns noch, hey, wir haben noch einen Platz im Auto frei, will noch jemand mitkommen? Will ein Deutscher noch mitkommen? Wir haben noch einen Platz frei für einen Deutschen. Tja, ich habe es ja schon mal gesagt, also wäre ich also tatsächlich, wie soll ich sagen? Ich wäre auch schon längst ausgewandert, wenn ich jetzt ganz alleine wäre, wenn meine Eltern jetzt nicht noch leben würden. Aber gut, die haben so ein gewisses Alter natürlich, da verlässt man nicht das Land. Es ist natürlich Familie, da bleibt man zusammen. Aber es juckt mich ganz gewaltig, juckt es mich unter den Fingern.
Ich hätte sogar eventuell über die Firma Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, ganz weit weg. Ah, nicht ganz weit weg, ne? So südeuropamäßig, aber ja. Never change a winning team, sagt man immer, ne? Und ich sage jetzt mal so, wenn man das schafft, geschickt unsere Politik auszublenden, hat man ein perfektes Leben. Gerade gestern habe ich noch gesprochen innerhalb der Familie, sag mal, wir haben doch eigentlich die ganze Zeit auch nur Angst um uns selbst gehabt und auch Angst um unsere Mitbürger, nicht? Ja, mehr ist doch eigentlich nicht passiert, ne? Nee, eigentlich nicht. Ne? Wir konnten nicht bei Brautmoden einkaufen, weil die hatten den Lockdown, ja? Was gab's noch? Ja, die Kinder, ich habe keine Kinder, hat mich nicht gekratzt. Die durften nicht in die Schule, hat mich persönlich nicht gekratzt. Natürlich hat mich das gekratzt oder genervt, dass unsere Gesellschaft sich das so gefallen lässt, ja? Naja, auf alle Fälle haben wir es eigentlich ganz gut überstanden. Also wie gesagt, wenn man es schafft, die Politik auszublenden, dann hat man hier in Deutschland auch ein wunderschönes Leben. Also die FDP stellt sich ja auch dagegen, keine Ahnung. Die Strack-Zimmermann gehört ja auch zur FDP. Meinetwegen könnt ihr die alle in der Toilette runterspülen. Also nicht die Leute, sondern die Parteien natürlich. Und hier, das ist auch mal wieder so ein Artikel, wo man denkt, ach, guck mal, Apple löst sein China-Problem. Ah, Produktionseinbruch bei iPhones. Oh, okay, da müssen wir mal gucken, wie kriegen wir denn jetzt hier unser neues iPhone ran? Aha, wer auf ein iPhone 14 unter dem Weihnachtsbaum hofft, wird enttäuscht werden. Apples Topmodell ist nicht vor dem 2. Januar lieferbar. Auch bei MacBooks gibt es Engpässe. Schuld ist das Null-Covid-Chaos beim Zulieferer in China. Aha, Apple passt sich an. Das können auch die Verbraucher. Toll, das neue Apple iPhone 14 unter dem Weihnachtsbaum. Was soll das denn kosten hier? Lass uns mal eben gucken. 14 Pro, wollen wir eben ganz kurz gucken, was uns dieses neue iPhone kosten sollte. Ein Taui 14 Pro 1,3 hier im Angebot für Taui 1,4. Ja, Leute, ihr könnt ja nicht ganz frisch sein, wenn ihr euch für 1,4 ein Auto, ein Handy kauft, möchte ich euer Auto nicht sehen. Ja, aber was kommt hierbei rum am Ende? Was kommt hierbei rum für mich? Ja, also ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass China jetzt hier, da kommen wir auch gleich noch zu, die haben Massenproteste, weil sie ihre Bevölkerung mit dem Null-Covid-Chaos überziehen. Meiner Meinung nach wollen die Chinesen so tun, mal wieder so tun, als hätten sie Probleme, um uns hier in die Knie zu zwingen, um zum Beispiel hier Apple in die Knie zu zwingen. Meiner Meinung nach ist das ein Wirtschaftskrieg. Die Chinesen, ja, die nehmen natürlich ihre Bevölkerung hier in Geiselhaft, genauso wie es bei uns auch passiert ist. Aber am Ende ist es eben so, sie können eben nicht liefern. Und das ist es. Na, die wollen halt politisch sich nicht hinstellen und sagen, ja, nee, wir wollen euch nicht beliefern. Wir wollen euch mal ein bisschen durcheinander bringen. Ne, Wirtschaftskrieg ist eben auch Krieg. Ne? Also, das können sie natürlich nicht machen. Und die tun jetzt so und sagen, Mensch, wir haben hier null Covid und unsere Strategie und wir haben hier schon wieder infiziert und wir müssen schon wieder zumachen, Leute. Es tut uns furchtbar leid. Und Apple sagt sich, ja, schade. Nicht? Also, das ist so ein bisschen, ne? Das. Ja, was ich hier so ein bisschen sehe. Meiner Meinung nach passt das alles nicht, ja. Hier zum Beispiel die Firma Foxconn, die stand ja auch in den Nachrichten, ne? Da sind außen am Gebäude sind das, Netze angebracht, weil sich die Mitarbeiter regelmäßig dort in den Tod stürzen. Ja, da haben sie Netze angebracht, damit das nicht mehr passieren kann, weil die sich da dumm und dämlich arbeiten. Naja, und Apple finanziert das alles schön. Ja, es ist schwierig, ein schwieriges Thema, wie ich persönlich finde. Ja. Ich persönlich kann auf jedes neue Handy absolut verzichten. Kauft euch Gebrauchte. Ja, es gibt doch so viele Plattformen, wo man gebrauchte Handys kaufen kann. Zeigt doch diesen ganzen Eliten mal, wer hier die Hosen anhat. Ja, und alleine auch so hier, ne, das ist auch so wirklich was für, keine Ahnung, was für völlig bescheuerte Leute. Also, das neue iPhone 14 unter dem Weihnachtsbaum, das wird wohl nichts. Aber es ist nicht vor dem 2. Januar lieferbar. Also jetzt mal im Ernst, ne? Der 24. Februar oder gehen wir noch auf den 25., auf den 26. Da haben wir noch 5 Tage bis zum 31. und dann noch 2 Tage bis zum 2. Da liegen wir also bei 7 Tage. Die schreiben diesen Artikel und machen sich ins Hemd wegen dem Weihnachtsbaum wegen 7 Tage? Also, es passt für mich hier vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, wer hier, ich weiß nicht, wer hier, ja, wer hier die Redaktion macht bei NTV. Dies hier ist nochmal der Artikel, dass die FDP sich gegen die
Einbürgerung stellt. Das habe ich eben schon vorgelesen. Diesen Artikel habe ich doppelt aufgeklickt, verzeiht mir. Und dann habe ich hier so noch zwei Nachrichten gefunden, die ich ein bisschen merkwürdig finde. Mario Barth bricht eine Show in Bochum ab. Heftige Diskussion über Notfall- und Ersatztermin. Was ist denn da passiert? Das habe ich noch nie gehört, dass irgendwie bei einem Auftritt was passiert im Publikum. Nach einem Notfall hat Mario Barth am Samstag seine Show im Ruhrkongress Bochum abgebrochen. Jetzt gibt es heftige Diskussionen über Kommentare Barths zu den Sanitätern und Ersatz, also ein Ersatztermin sozusagen. Nach einem medizinischen Notfall im Ruhrkongress in Bochum hat der Komiker und Moderator Mario Barth am Samstagabend seine Show abgebrochen. Dafür gab es auch im Publikum nur Verständnis. Allerdings sind viele Zuschauer jetzt verärgert über die Ersatzankündigungen und immer höher kocht die Diskussion um die Kommentare von Barth zum Rettungseinsatz. Eieieiei. Was am Samstag passierte, einem etwa 50 Jahre alten Mann, der im Parkett saß, wurde plötzlich mulmig, dann ist er zusammengebrochen. Okay, ihr wisst das, ich bin ja auch nun schon 30 Jahre her, staatlich geprüfter Rettungsassistent. Mit 50, okay, könnte sein, dass dieser Mann vorerkrankt ist. Natürlich. Er saß im Parkett. Okay, wir wissen, wenn du zu so einer Show gehst, ist das ähnlich wie ein Konzert. Da wirst du in den Saal gelassen, dann nimmst du dir deinen Platz. Dann nimmst du ein bisschen vielleicht mit ein, zwei Leuten da und hast wahrscheinlich Platzkarten. Dann gehst du zwischendurch mal auf Toilette und es dauert Stunden. Es dauert nicht selten ein, zwei Stunden oder noch länger, bis der Hauptakt auftritt. Ja? Das heißt also, dieser 50-Jährige hat hier schon die ganze Zeit gesessen. Also keine stressige Situation, ja, nichts Schlimmes, vielleicht, ja, kann ja sein, ein bisschen dehydriert oder so, aber die Möglichkeit, dass hier, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, wahrscheinlich auch wieder Tausende, die Möglichkeit, dass, versteht ihr, es gibt so Sachen, ja, der hat zu wenig Wasser getrunken. Ja, aber bei 5.000, 6.000 Leuten, ich weiß nicht, steht es hier drin, wie viele da reinpassen, steht hier jetzt natürlich leider nicht, ich sehe hier keine Zahl, da müsste dann jeder Zehnte irgendwie dehydrieren und dem müsste irgendwie mulmig werden. Ist nicht so. Also, diesem 50 Jahre alten Mann, dem ist irgendwas passiert und ihm wurde plötzlich mulmig, dann ist er zusammengebrochen. Okay, wir wollen auch nicht zu viel jetzt da rein interpretieren. Sanitäter des privaten Sanitätsdienstes versorgten den Mann und riefen dann den Rettungsdienst der Bochumer Feuerwehr sowie den Notarzt hinzu. Dieser veranlasste den Transport ins Krankenhaus. Der Notfall sorgte für eine etwa 20-minütige Unterbrechung der Show, die sich bereits in der zweiten Hälfte befand. Der Veranstalter und Mario Barth haben dann gemeinsam entschieden, die Show abzubrechen. Die Situation war zu ernst. Es wäre einfach nicht möglich gewesen, unbehelligt weiterzumachen. Wie es dem Mann aktuell geht, sei nicht bekannt. Okay. Bochumer Feuerwehr irritiert von Barths Kommentaren zum Rettungseinsatz. Eieieiei. Der hat es wahrscheinlich nur gut gemeint, der gute Mario, aber er hat es ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wir schauen mal. Während des Einsatzes des Rettungsdienstes der Feuerwehr kommentierte Mario Barth laut Feuerwehr das Geschehen von der Bühne aus. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dazu, darüber sind wir äußerst irritiert. Es komme öfter vor, dass ein Künstler seine Show unterbreche oder sogar abbreche. Ein solches Verhalten eines Künstlers sei jedoch äußerst unüblich, zumal in Zeiten, wo über Gaffer und Patientenschutz heiß diskutiert werde. Eieieiei. Heftige Diskussion um die Kommentare Barths zu dem Einsatz der Sanitäter. Aha, sicher ist, dass die Sanitäter mehrere Minuten brauchten, bevor sie vor Ort waren. Das berichten mehrere Zuschauer in E-Mails und den sozialen Netzwerken. Sie waren in einem Nebenraum des Saals, jedoch nicht im Saal selbst. Insofern zeigen zahlreiche Menschen aus dem Publikum Verständnis für die Kommentare von Barth, der die Sanitäter etwa aufgefordert hatte, schneller zu gehen. Andere empfanden diese Kommentare jedoch wie die Feuerwehr als vollkommen unangebracht. Eieieiei. Per Mail schrieb Leser Jens, Sie, die Sanitäter, konnten in der Situation sich nicht erklären, rechtfertigen, mussten ihren Job machen, während Herr Barth auf der Bühne gegen sie wetterte und eine Halle das auch noch abfeierte. Ich empfand das als beschämend. Eieieiei. Das ist ja mal wieder typisch.
Die Diskussion über diese Vorfälle brandet in verschiedenen Netzwerken hoch, unter anderem auch auf verschiedenen Facebook-Seiten. Dort sind Dinge passiert, die von beiden Seiten definitiv nicht in Ordnung waren. Sowohl Veranstalter Mario Barth als auch dem Sanitätsdienst. Ich war von allen Seiten unfassbar geschockt, schrieb ein User auf Facebook. Eieiei, das ist ganz schön heftig, finde ich. Bochumer Tickets soll nun auch für Essen und Dortmund gelten. Boah, das ist ja uninteressant, ne? Alle Tickets für die Show in Bochum werden angeschrieben. Ja, das ist auch uninteressant. Ich habe keine Tickets für die Bochumer Show von Mario Barth. Ja, ein bisschen abgehoben finde ich das, ne? Wenn du die Millionen erstmal in der Tasche hast. Ja, und dann kann er sich hier auch tatsächlich einfach nicht zurückhalten. Und der nächste Artikel, der geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe, muss ich ehrlich sagen, wundert mich auch ein bisschen. Fahrer bewusstlos. Erleben wir sowas jetzt öfters in unserer Welt? 55-Jähriger, auch um die 50, hält auf A2 führerlosen LKW an. Achso, okay, das ist der Retter, der 55-Jährige. Ja, aber vielleicht ein Unbehandelter, der noch fit war. Auf der A2 hat ein LKW-Fahrer Mut bewiesen und womöglich Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der LKW des 55-Jährigen bereits am vergangenen Montag kurz vor der Abfahrt vom Laster eines 57-Jährigen touchiert worden. Der Grund? Der 57-jährige Fahrer saß bewusstlos hinterm Steuer. Der Laster rollte kreuz und quer über die Fahrbahn und kollidierte mehrmals mit den Mittel- und Seitenschutzplanken. Ach du Schande, Jesus Christus, stell dir vor, du bist auf der Autobahn und hinter dir siehst du diesen LKW. Der 55-jährige LKW-Fahrer hielt sein Fahrzeug an und sicherte zunächst die Unfallstelle ab. Anschließend lief er zu dem langsam rollenden LKW, sprang in das Führerhaus und stoppte das Fahrzeug. Weshalb der Fahrer bewusstlos wurde, war zunächst unklar. Ja, ab zu Bhakti oder Professor Burkhardt, ja, wenn ihr den Hinweis versteht. Ja, bisschen ungewöhnlich, dass diese relativ jungen Leute unter 60 hier so in den Medien jetzt öfters, ja, in diesen beiden Fällen hier zumindest, ja, ich finde es ein bisschen bedenklich, ich finde es auch schwierig. Ich finde es auch schwierig, das hier jetzt zu benennen, wegen dieser ganzen Zensurgeschichten. Also da kommt, glaube ich, noch auf etwas auf uns etwas zu. Es gibt im Moment so eine Dokumentation. Schreibt mir bitte in die Kommentare, nicht bitte den Namen der Dokumentation, sondern schreibt mir in die Kommentare Doku gesehen, wenn ihr ungefähr ahnt, was ich meine. Es ist eine Dokumentation, die Menschen oder den Zustand von Menschen nach dem Tode beschreibt. Die werden dann einbalsamiert und da ja, werden Dinge gefunden. Und darüber wird natürlich auch überall berichtet in dieser Dokumentation. Und die geht richtig, ich sehe sie überall. Ich selbst habe sie noch nicht gesehen. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, der gute Michael auf meinem Telegram-Kanal hatte uns alle gewarnt. Der sagt, tolle Doku, aber schaut da mal auf meinem Telegram-Kanal. Ein bisschen zurückscrollen müsst ihr. Er hat das dann anhand von Minuten festgehalten und hat gesagt, pass mal auf, ab Minute sowieso, nur ab 18. Ab Minute sowieso, nur für ganz harte, weil viel Blut und ab Minute sowieso dreht sich es auch um Kinder. Da müsst ihr alle aufpassen. Das geht fürchterlich unter die Haut. Vielen lieben Dank, Michael, für diesen Hinweis. Ich hatte mich auch schon bei dir bedankt. Solche Dinge werden im Moment auf uns zukommen. Ja, und merkwürdigerweise ist auch in den Mainstream-Medien so ein bisschen, keine Ahnung, eine Unruhe. Und das ist auch das, was ich sagte, was ich eingangs sagte zu Beginn des Videos, die Politiker, die Politik überholt sich. Also das, was sie gestern gesagt haben, erschlägt sie heute selbst. Und wir stehen nur daneben und schauen zu. Und im Grunde war das auch etwas, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, vor 2 Jahren. Wir werden am Ende einfach nur da sitzen und schauen, wie das Ganze in sich zusammenfällt. In sich zusammenfallen ist ja noch wirklich unspektakulär, aber ich denke, das Ganze wird implodieren und danach explodieren und uns allen um die Ohren fliegen und vor allem den Verantwortlichen. Und so ein paar Informationen finden wir natürlich auch auf meinem Telegram-Kanal, den ich immer wieder gerne hier ein paar Mal zeige. Wir sehen hier links einen Artikel vom 28.11. von heute. Das ist DW, ist Deutsche Welle. Steinmeier, Lage in China erfüllt mich mit tiefer Sorge. Als Demokrat kann ich nur sagen, die Freiheit der Meinungsäußerung ist ein wichtiges Gut. Und ich kann sagen, dass wir sehen, nur mit der Hoffnung
verbinden, dass die staatlichen Behörden in China dieses Recht der Meinungsäußerung, der Demonstrationsfreiheit achten. Das ist also Steinmeier am 28.11. und er hat schon vergessen, was er am 24. Januar dieses Jahres gesagt hat. Steinmeier sieht rote Linie überschritten. Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren, sagte der Gastgeber im Berliner Schloss Bellevue am Anfang seiner Gesprächsrunde zum Thema Hass und Gewalt in Zeiten der Pandemie. Erfahrungen und Reaktionen. Jetzt machen Sie da auch noch auf Opfer oder was? Der Bundespräsident spielt damit auf die als Spaziergänge deklarierten Proteste gegen die Politik in Deutschland an. Die oft unerlaubten Versammlungen finden seit Monaten in vielen Städten statt und verlaufen mal mehr, mal weniger friedlich. Ja gut, ich meine hier, DW Deutsche Welle betitelt das hier als unerlaubte Versammlung. Eine Versammlung kann nie unerlaubt sein, denn wir haben im Grundgesetz die Versammlungsfreiheit. Eine Versammlung ist, auch wenn sie nicht angemeldet ist, nicht unerlaubt. Ganz klare Sache. Ja, das geht natürlich jetzt hier so weiter. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Hier zum Beispiel, die kennen wir alle. Das ist, wie heißt sie noch? Frau Büchs, von der hatte ich auch mal berichtet. Sie äußert sich jetzt hier. Die Situation ist bedrohlich. Ethikrat-Chefin Büchs plädiert für flächendeckend 2G. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, hat sich für stärkere Maßnahmen ausgesprochen. Eine Option wäre die flächendeckende Einführung der 2G-Regel. Die Empfehlung ihrer Kommission zur Behandlungspflicht in bestimmten Berufen verteidigt sie. Das ist so, ne? Diese ganzen Staatsbediensteten, die sind in diese Kanüle gelaufen, ja, und merken so, ah, erster, und dann der Rest kommt aber nicht nach. Und schon gar nicht die Bevölkerung. Und denken sich so, was ist hier los? Jetzt müssen wir hier mit 2G. So, und hier sagt sie jetzt, wir haben zu spät verstanden, wer ist besonders vulnerabel. Und wir haben nicht verstanden, wie sich Vulnerabilität über die Zeit verändert. Also, dass beispielsweise die junge Generation mit der Zeit immer vulnerabler wurde. Also das zum Thema Jugendpsychiatrie. Ne? Hier wird sich auch wirklich nur noch rausgeredet. Ne? Die Elite redet sich hier raus. Ja? Die sabbeln sich hier raus. So, was haben wir denn hier? Britta Hasselmann. Keine Ahnung, wer das ist. Die Bilder der Querdenker-Demo gestern sind sicher für die Ärztinnen, Pflegerinnen, Rettungsdienste, die jeden Tag alles geben, und für Angehörige und erkrankte Menschen unerträglich. Ich bin dankbar für das, was sie alle für uns leisten. Also in Richtung der Leute hier. Musst du dir einfach mal vorstellen, ja. Jetzt haben wir eine Situation, wo die Rettungsdienste unterwegs sind, weil wir es nicht verursacht haben, sondern die. Und dann im nächsten Tweet, die Kommunistische Partei Chinas wird weitflächig mit deutlicher Kritik an ihrer Regierung konfrontiert. Auslöser ist die von Xi Jinping verordnete Null-Covid-Politik und eine gescheiterte Behandlungsstrategie. Was für ein Mut, die Demonstrationen so vieler Menschen. Also wenn es woanders passiert, ist das alles in Ordnung. Wenn es aber hier in Deutschland passiert, sind wir rechtsradikal, schuld an allem. Also ist das nicht widerlich? Es ist so widerlich, wirklich. Also hattet ihr in der Schule auch, jede Schulklasse hatte meistens waren es Jungs, so eine Ätzfigur, den man am liebsten den ganzen Tag immer nur an den Haaren durch die Schulgebäude gezogen hätte, weil er nur Müll erzählt hat und nur von sich erzählt hat die ganze Zeit, immer nur die Leute ausgespielt hat und nur Müll erzählt hat und einen Tag so und einen Tag so. Wir hatten auch so ein Mama-Kind, der wirklich, ne, zu Hause war er der Wichtigste, und dann kam er in die Schule und wollte von den allen Leuten, erwartete er hier, dass er also der Wichtigste ist. Ne? Gruselig, solche Typen. Und solche Typen sitzen auch in der Politik und leisten sich solche Sprüche. Und ich meine, sowas hier, also meinetwegen können sie Social Media abschalten. Wenn diese Figuren müsste man abschalten, dass die überhaupt hier tweeten dürfen. Ja, also es ist wirklich peinlich. Und jetzt hören wir uns an, was Karl Lauterbach zu sagen hat. Das muss hier, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist ein... Ich weiß nicht, ob das ein neues Video ist. Haltet euch fest, es ist wirklich, er spricht hier von einem Versehen.
dort schlicht und ergreifend eine automatische Softwarezuweisung gab, die nicht stimmig war. Das Problem ist gelöst, konnte sofort gelöst werden. Das war ein Versehen, aber das war, das muss man klar sagen, keine Absicht. Hier war nicht die Absicht dahinter, dass man quasi den Ungeimpften einen größeren Teil der Pandemie zuschiebt, als also belegt werden konnte. Also das war schlicht und ergreifend ein Fehler in dem System und der ist sofort behoben. Dort schlicht und ergreifend eine automatische Softwarezuweisung gab, die nicht stimmig war. Das Problem ist gelöst. Es gab eine automatische Softwarezuweisung, die nicht stimmig war. Mit automatischen Softwarezuweisungen, die nicht stimmig sind, habt ihr die gesamte Gesundheitskrise versucht zu bewältigen. Deswegen seid ihr auch so auf die Fresse gefallen, liebe Leute. Konnte sofort gelöst werden, das war ein Versehen, aber das war, das muss man klar sagen, keine Absicht. Hier war nicht die Absicht dahinter, dass man quasi den Ungeimpften einen größeren Teil der Pandemie zuschiebt. Das spielt hier leider keine Rolle, Herr Lauterbach, ob das Absicht war oder nicht. Wenn du jemanden überfährst, war es auch keine Absicht und du kommst trotzdem ins Gefängnis, wenn du Pech hast. Hier sehen wir ein Foto von Wolfgang Wodak. Da könnt ihr selbst mal schauen, was er damit meint, womit wir im Grunde auch schon wieder jetzt einen Rückblick machen auf meine Äußerung zu Beginn des Videos. Das hier hat auch was mit Pathologie zu tun, mehr möchte ich da im Moment nicht dazu sagen. Und das habe ich hier auch auf Twitter gefunden, das ist hochinteressant. Da müssen wir auch mal reinschauen, es tut mir leid, da müssen wir jetzt mal rein. Läuft richtig gut. Wir sind sehr zufrieden. Das meint auch sehr. Sie machen gerade mit Ihren Kollegen das Geschäft Ihres Lebens. Ohne Frage. Aber wir machen es ja auch nicht nur für uns, sondern für die Menschen im Kampf gegen die Pandemie. Meyer ist ehrlich genug zuzugeben, worüber viele Ärztinnen und Ärzte nicht so gern sprechen. Dass Impfen bei allem Aufwand auch ein einträgliches Geschäft ist. In Stoßzeiten arbeiten hier 7 Leute, darunter 2 Impfärzte. 10 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, im Schnitt etwa 300 Impfungen am Tag. In der Woche gibt es für jede Impfung 28 Euro, am Wochenende 36 Euro. Das macht bei durchschnittlich 300 Impfungen täglich rund 64.000 Euro Honorar pro Woche. Und pro Monat über eine Viertelmillion. Und ihr fragt euch noch, was ist eigentlich mit den Ärzten los? Eine Viertelmillion im Monat? Leute, habt ihr eine Ahnung, was so ein Arzt sich denkt? Er weiß genau, wie viele Patienten er hat. Der kann sich zu Beginn der Gesundheitskrise ausrechnen, wie viel Umsatz er macht. Ja, also ja, ja, fällt mir absolut nicht mehr viel zu ein. Und dieser Arzt, der sagt dann noch so, ja, wir machen es ja für alle. Ja, Ärzte waren früher so hoch angesehen. Er ist in meinen Augen nichts anderes als ein Kfz-Mechaniker, wobei Kfz-Mechaniker auch hoch angesehen sind. Also ich will niemanden diskreditieren, ja. Aber früher war es immer so, oh, da kommt Herr Doktor. Nein, Herr Doktor hat auch nur einen Beruf gelernt. Und wenn er sich da nicht weiterbildet, dann macht er sowas mit. Für eine Viertelmillion sind die alle käuflich. Super. So, haben wir hier noch was Schönes? Ah, hier noch ein weiteres Foto von Wolfgang Wodak. Das hatten wir ja gestern, das hatten wir noch gar nicht. Hier in den amerikanischen Medien wird gefragt, was will der Zelensky eigentlich? Der fordert hier 100 Milliarden von uns. Ja, und das hier ist Tucker Carlson auf Fox News. Ja, Fox ist auch ein großer Kanal in Amerika und die regen sich hier fürchterlich auf. Dollars to Ukraine just this year. That's double what we spend annually in Afghanistan. That's far more than Russia's entire annual military budget. But it's still not enough for the president of Ukraine, Zelensky. He doesn't ask the US Congress for money. He demands it. Here he is. Er fragt also nicht nach dem Geld, sondern er fordert es regelrecht. The last 3 months. Watch this. We absolutely need the United States to show leadership and give Ukraine the air defense system. But believe me, it's not even nearly enough to cover the civilian infrastructure, schools, hospitals, universities, homes of Ukrainians. Also er sagt hier, wir brauchen das Geld, um das Defizit für die Ukraine zu deckeln. Keine Ahnung, was er da meint. 38 Milliarden und 73 Milliarden für die Infrastruktur und auch Waffen natürlich, um die Krankenhäuser zu schützen, Kindergärten und Schulen. Das heißt, sie stellen also Waffen an den entsprechenden Plätzen auf. Wir wissen das, dass die Russen keine Zivilisten angreifen.
Und er, ja, er labert hier einfach nur noch Stoß. Und gleich kommt ein zweiter, der nächste Zusammenschnitt. Schaut bitte mal, ob ihr erkennen könnt, ob er etwas anders ausschaut. Man sagt ja, er nimmt ja Aufputschmittel, Kokain. Und da ist er auch bekannt für. Ich habe auch in einem Interview mal gesehen, wo er im ukrainischen Frühstücksfernsehen vor dem Krieg ganz abgehoben so erzählt, dass er das wie Red Bull nimmt. Einmal morgens eine und einmal abends eine. Und das ist super und das könnte er nur jedem empfehlen. Pipapo. Auf alle Fälle sehen wir ihn gleich. Er sieht hier noch relativ entspannt aus, aber wir sehen ihn gleich einmal irgendwie anders. We have two key financial needs of the country. That's $38 billion to make up for the deficit of our budget for next year. Another $17 billion that were verified by the World Bank and needed to rebuild the critical infrastructure. We would really like for the support, especially the amount of... Das meine ich, hier sieht er irgendwie anders aus. Support to stay the same. And to ja, wenn die Pupillen so sehr groß sind, das kommt durch diesen Stoff, dann wirken die Augen sehr dunkel auf diese Entfernung. Ich bilde mir ein, dass das, dass er hier irgendwie vielleicht was drin hat. Have this joint support from the US society and above all US taxpayers, because at the end of the day, this is not the money of the government, but the money of the people. Do you know that guy? Who is that guy? He's some Ukrainian. Ja, super. Wer ist der Typ? Kennt jemand diesen Typen? Wer ist der Typ? Fragt er hier. In Bezug auf Zelensky. Ich finde es super. Ja, das ist mein Telegram-Kanal. Wir sind heute mal so ein bisschen freigeistig hier durchgegangen, weil ich also kein festes Thema gefunden habe, was uns so einmal durchzieht. Hier, wenn der Weihnachtsmarkt besser geschützt ist als die EU-Außengrenze letztes Jahr. Ja, und hier bei uns wollen sie tatsächlich für eine Bratwurst 5,50 haben. Und ein Glühwein soll 4,50 Euro kosten oder umgekehrt. Auf alle Fälle ist das hier alles nicht mehr hinnehmbar, meiner Meinung nach. Und ja, Heiner Geißler, auch Ex-Politiker, hat einmal gesagt, die Behauptung, es gibt kein Geld, um das Elend zu beseitigen, ist eine Lüge. Wir haben auf der Erde Geld wie Dreck. Es haben nur die falschen Leute. Heiner Geißler ist zum Beispiel auch aus einer Zeit, wo ich als junger Mensch, wenn du so anfängst, dich für Politik zu interessieren, dann siehst du diese Gesichter schon mal überall. 10 Jahre später wird dann der ein oder andere mal Minister, weil die Partei die Regierung stellt. Und dann ist da so ein Gesundheitsminister und denkt, man kennt das Gesicht schon und denkt sich, ach hier, das ist doch der Kollege. Ja, und heute ist das irgendwie alles anders. Ja, eine Faeser, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, Lauterbach natürlich. Aber der ist ja auch schon so lange in der Politik und dass der so einen grottenschlechten Job macht, das hätte ja wirklich auch keiner gedacht. Ne? Ja, liebe Leute, damit wäre ich auch schon wieder, oh Gott, schon wieder, 42 Minuten bin ich auch schon wieder dabei. Mein Gott, es ist auch immer, trotzdem, dass heute keine Themen da waren, habe ich immer eine Menge dazu zu erzählen. Mich freut's, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich auch darüber, dass wir so viele sind und dass ihr alle diesen Kanal so groß gemacht habt. Ich weiß, größer geht immer, ist richtig, aber wir sind ja insgesamt, oder ich bin ja insgesamt so ein bisschen am Start schon durch. So, jetzt sind wir so langsam so auf der Langstrecke. Ne? Nach 2 Jahren beginnt jetzt so langsam die Langstrecke und dann gucken wir mal. Deswegen brauche ich auch eure Hilfe im Verteilen meiner Videos, dass die Community hier ein bisschen größer wird, regelmäßig immer mehr Leute dazukommen. Versucht, eure Freunde zu infizieren, dann könnt ihr auch mal gemeinsam hier in so einen Streampunk-Stream oder in so ein Streampunk-Video reinchillen. Ich finde es super, wie ihr kommentiert. Ich sage es immer wieder sehr, sehr gerne. Eure Kommentare sind super, sind konstruktiv. Und hier kann man auch, finde ich, an der Kommentarspalte immer erkennen, dass ihr das und wir zusammen das wirklich optimal nutzen. Ja? Da wird kein Blödsinn geschrieben, kein einfach nur so ein lapidar, ein paar Worte, so halb ernst gemeint. Oder einer hat einen schlechten Tag und ne, macht einfach, schreibt einfach bla bla bla. Passiert auch mal, aber sehr, sehr selten. Ihr setzt euch alle mit den Themen auseinander und ihr habt alle ein bisschen das Gefühl, dass wir hier so eine Community sind, auf diesem Kanal. Und das finde ich ganz toll, weil dafür ist das alles auch mal gemacht worden im Grunde, ja. So ein Social-Media-Raum wie hier, ne? So ein YouTube-Kanal, die ganzen Kommentarspalten, die sind für euch. Telegram-Kanal, Twitter, das ist alles für euch, ja. Arbeitet euch daran ab, kommentiert, was ihr gut findet, was ihr schlecht haltet und informiert euch vor allen Dingen auch. Um eins möchte ich nochmal bitten, ich habe neulich wieder einen Kommentar löschen müssen, weil jemand hier Gewaltbeschreibung beschreibt.
Und denke ich immer so, ja, okay, mein Video kritisierst du, aber ganz gesehen hast es denn nicht, weil diese Ansage von mir ist dir dann irgendwie entgangen und ich muss das Video leider löschen, den Kommentar leider löschen, es tut mir leid. Ja, also bitte keine Gewaltbeschreibung, weder was man mit euch gemacht hat, noch mit euren Kindern, noch mit euren Partnern und weder auch das, was ihr gerne mit anderen Leuten machen würdet. Bitte nicht, keine Gewaltbeschreibungen in meinen Kommentaren. Wir sind eine friedliche Community und da lege ich einen großen Wert drauf, weil sonst sind wir nicht besser als die Gegenseite. Leute, wir bleiben widerständig und zwar beständig. Bei euch bedanke ich mich für euren ganzen Support. Schaut auch hier unter dem Video auch mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr meine ganzen Links zu meinem Odyssee-Kanal. Da findet ihr auch zum Beispiel zensierte und gelöschte Videos hier von meinem YouTube-Kanal. Die werden dort sozusagen immer, wenn ich hier auf YouTube etwas veröffentliche, werden die darüber geladen, automatisch. Das ist wie so ein Speicher für mich. Schaut gerne auch mal auf meinen Telegram-Kanal und vor allen Dingen, ihr seht das ja, was auf Twitter abgeht, welche Informationen hier auf Twitter zu finden sind. Facebook hätte sich schon wahnsinnig zensiert. Ja, ich finde es super. Genau, und lasst überall ein Like da, lasst auch einen Kommentar da, winkt mir, sagt Hallo, keine Ahnung. Ich habe auch einen Link zu meinem Discord-Server, den könnt ihr auch mal, euch mal einmal anschauen. Das ist sozusagen ein extra Server. Das bedeutet, wir haben einen extra Raum, wo nur wir uns unterhalten können, sozusagen. Habe ich im Grunde auch nur mal eben so ein bisschen, den Links hier verteilt, weil es irgendwie dazugehört, ne? Weil die Leute sagen, ja, Discord-Server brauchst du auch. Im Moment zwar nicht, aber man soll sich da drüber gut unterhalten können. Also ich stelle mir so vor, dass ich mir so vielleicht mal, wenn ihr Lust habt, der ein oder andere Lust hat, mal ein paar Dinge zu erzählen, da kann man dann einfach im Browser Discord öffnen und meinen Server finden. Dann lade ich euch ein, dann mache ich euer Mikro auf und dann seid ihr zu hören. Und das binde ich dann hier mit ein in meine Stream-Software und dann können also alle Zuschauer euch auch hören, wenn ihr entsprechend was zu sagen habt. Ne, so wird Discord ganz oft benutzt hier im Netz und deswegen habe ich das auch mal eingerichtet. Deswegen, die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Lasst überall ein Abo da und aktiviert vor allem auch die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.